Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Schau ich. Bei mir öffnet sich eine Tür, bei mir öffnet sich eine Tür. Bei mir öffnen sich zwei Türen. Oh, bei mir hat sich auch eine Tür geöffnet, geradeaus. Bin im Lurk und genieße. Okay. Viel Spaß mit deinem Popcorn, guten Happo, Ben. Enjoy it, wie wir alle lost sind. Ja. Oh, okay, es geht los. Okay, es geht los. Okay. Lass nicht skippen, oder? Nicht skippen, nee. Okay. Sind viele Leutis? Eine Eiersonne? Sieht sehr kalt aus. Oh, ein Feuerwerk oder irgendwas? Ein Leuchtsignal. Ja, oder auch nicht. Auch. Oh. Okay. Nicht so gut. Ah ja, die Funksignale. Brauchen wir ja nicht. Ach du Schande. Ah, jetzt verstehe ich's. Aber auch die beste Idee, erstmal in getrennte Räume zu gehen, so würde ich auch machen, wenn ich als erstes eingeschlossen bin irgendwo. Ja, vor allem du siehst, da sind Tore hinter allem, die auch wieder zufallen werden. Ja. Okay, warte, ich bin auch gleich. Ich bin drin! Okay, also hier ist Door is locked, alles klar. Was haben wir hier? Was habe ich in der Hand? Das war ja auch dieses Walkie-Talkie-Dingsy, oder? Ich weiß nicht, wie ich mit Sachen interagiere. Mit Rechtsklick kann ich das Walkie-Talkie benutzen. Ich nicht. Okay. Hier sind einfach ein paar Särge. Da ist ein Sarg nicht. Wieder ein Sarg und kein Sarg. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab so einen großen Raum und in der Mitte ist so eine Erhöhung mit so einem Teil drauf, mit so einer kleinen Wand mäßig, mit so zwei Hebeln. Oh. Warte mal, siehst du irgendwo so Symbole? Ja, ich sehe Symbole. Ja, ich sehe drei. Über Kopf und so. Okay, ich sehe drei Symbole. Sag mir, ja, wie die sind. Das eine ist, wie, also bei mir sind drei so rote Symbole hinter so einem Abfluss. Wie sagt man? Sind die von links nach rechts vielleicht bei dir? Ja, von links nach rechts. Ganz ja, links. Sag mal das Ding zuerst. Das ist so eine Art Tisch mit zwei Ständern unten. Ist es das mit diesem. Was ist das? Ein Halbkreis fast mäßig? Ja, das hat. Nein, also die alle haben fast einen Halbkreis drin in dem Symbol. Nee, warte, das ist ein Kelch. Also Sassi sagt, das ist eher ein Kelch. Oder auch Tim sagt, das ist eher ein Kelch. Ja, aber das ist so ein Kelch mit so einem Strich noch unten oder mit so einem Ring. Oder? Ja, genau, der hat so einen Griff oder okay, sowas. Okay. Ja, das habe ich auch. Das zweite ist wahrscheinlich sowas wie ein Kirchturmspitze, so ein Halbkreistempel ungefähr. Ah, okay, das sehe ich mit oben so einem Strich nach oben und einem nach rechts, oder? Genau, der. Und ganz okay, rechts hast du dann halt sowas wie einen Schlitten mit einer Kugel und einem Kreuz. Okay, das habe ich, glaube ich, auch. Okay. Okay, ich betätige den Hebel. Ich habe alle drei eingegeben. Schau ich. Bei mir öffnet sich eine Tür. Bei mir öffnen sich zwei Türen. Oh. Bei mir hat sich auch eine Tür geöffnet, geradeaus. Okay, ist jetzt los? Okay, ich kann die auf und zu machen, alles klar. Hier ist ein Buch. Ich komme nicht weiter, meine Tür ist abgeschlossen. Bei mir ist ein Hebel. Okay, warte. Mach den Hebel. Okay. Okay, der Hebel ist zu, aber ist an. Aber hier haben wir jetzt bei mir ist nichts passiert. Ein Buch. Kann ich hier zoomen oder so? Nicht, ne? Ich kann gerade nicht. Tiefer bitte drauf haben. Ich habe hier ein Buch, wo auf einer Seite drei Säge sind, aber ich habe hier draußen nur zwei Säge. Und dann habe ich hier einen Text, aber ich kann das nicht genau lesen. Sag mal, wenn du irgendwas betätigst, weil meine Tür ist noch zu. Vielleicht geht die dadurch. Soll ich wieder? Ja, ich mache wieder den Hebel. Ich kann den Hebel nicht mehr betätigen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Tür, bei mir steht, die Tür ist abgeschlossen. Okay. Und sonst kann ich ja nichts mehr machen in diesem Raum. Da sind unterschiedliche Symbole über den Särgen. Auch wieder so drei Stück, oder was? Nee, komplett andere. Und das ist zweimal das gleiche. Also, du musst irgendwas machen, weil bei mir ist. Ich kann nichts mehr machen gerade. Okay. Soll ich dir jetzt sagen, welche Symbole da keine Särge sind und wo schon? Okay, also auf jeden Fall. Ich kann jetzt, soll ich dir jetzt mal sagen, die Symbole? Ich glaube, ich muss jetzt das bei dir weitergeben, dass du irgendwas machen musst mit den Symbolen. Ich kann bei mir nichts machen. Keine Hebel und so weiter? Da
Bei mir ist gar nichts mehr. Ich habe schon alles gemacht, was ich machen konnte. Da fehlt mir dieses Männchen da. Warte, ich mache eine Hebel kurz. Ist nichts passiert, oder? Warte. Genau, die Tür ist locked. Das heißt, da muss ich irgendwas mit dir machen. 2 hours later. Warte, kann ich den anderen Hebel wieder benutzen? Nee, hier sind noch mehr Särge. Oh mein Gott, hier sind noch mehr Särge. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Alles, überall, wo Särge sind, probieren wir es mal erstmal so und dann andersrum. Überall, wo Särge sind, die Schilder nutzen. Also wir haben einmal einen Sarg bei der Schildkröte. Dann haben wir einen Sarg bei dem langgezogenen S mit den 4 Strichen. Dann haben wir einen Sarg bei einem Wither mit 3 Köpfen im Prinzip. Ich hab aber nur 3 Tafeln zur Auswahl, ne? Und es sind hier auch nur 3... Nee. Doch, es sind 3 Särge da. Genau, passt. Der Wither... Ja, warte, sag mir mal ganz kurz, was ist das erste? Sind die vielleicht irgendwie von links nach rechts oder so? Weil ich muss irgendwie eine Reihenfolge hier noch machen, glaube ich. Hier ist keine Reihenfolge dabei. Obwohl, ich gehe mal von oben, weil da bin ich als erstes reingekommen. Nimm mal den Wither mit den 3 Köpfen. Warte, Wither? Wo ist er? Die sind 2 Stück, die aussehen wie ein Wither. Die sehen ähnlich aus. Weiß nicht, welches du davon meinst. Also ist das mit so einem Halbkreis unten oder ist das mit so einem Dreieck unten? Drei Kugeln oben und unten 3 Beine. Ja, aber sind die Beine sozusagen so ein Halbkreis formen die? In so einem Strich in der Mitte durch? Genau, ja. Ja, okay. Okay, was noch? Dann haben wir die Schildkröte mit dem X, mit dem Kreuz. Schildkröte. Da, ja. Und was noch? Und dann als letztes hätten wir das langgezogene S mit den 4 Strichen. Okay, das habe ich, okay. Hier, ich krieg den Hebel um. Ja, es hat funktioniert. Weiter. Ich bin drin. Schönes Ding.